das stimmt ja nicht. Das stand was. Ach so, PK. Jetzt sind wir auf Sendung. Okay. Wunderbar. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel im Signal Iduna Park gegen den FC Bayern München morgen Abend. Ich begrüße wie immer unseren Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc und bitte um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen wäre schön und bitte erst den Audio-Button drücken, wenn wirklich klar ist, dass Sie die Frage zugeteilt bekommen haben. Heinz Büse von der Deutschen Presseagentur. Ja, Herr Favre, vielleicht können Sie gleich mal zu Beginn ein kleines personelles Update geben. Wie sieht's aus mit Mats Hummels? Hat er sein Wettrennen gegen die Zeit gewonnen oder wird er es gewinnen? Und wie sieht es aus mit Emre Can, der heute zum ersten Mal nach zweiwöchiger Corona-Quarantäne wieder trainiert hat? Er hat gerade im BVB-TV erzählt, dass er sich sogar Hoffnungen auf einen Kaderplatz am Samstag macht. Ja, für Emre Can. Gestern angefangen zu trainieren, sehr leichtes Training und er trainiert wieder heute. Wir sehen für morgen. Ist noch nicht, wissen noch nicht. Ja. Nicht vergessen, dass er lange nicht da war, aber es geht ihm gut und das ist sehr, sehr positiv schon. Und für Mats Hummel, wir müssen bis morgen warten, ob er da ist oder nicht. Deshalb kann ich nicht heute darüber sprechen, leider. Anne van Eickels für den WDR-Hörfunk. Eine Frage an beide, an Michael Zorc und an Lucien Favre. Es ist so ein bisschen die Frage, ist der BVB mit den Bayern vor diesem Spiel auf Augenhöhe? Wie sehen Sie beide das? Ich habe nicht verstanden. Ja, wir schauen für uns, wir sprechen nicht von Bayern. Also Sie kennen Bayern und so, wir konzentrieren uns auf unsere Mannschaft und wir freuen uns auf dieses Spiel. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Michael? Ja, also diese verbalen Vergleiche im Vorfeld, die bringen ja nichts, die bringen uns keine Punkte, noch niemals eine 1-0-Führung hilft nicht, sondern ich sehe es so wie der Trainer, dass wir uns wirklich auf dieses Spiel freuen. Ich sehe, dass wir in einer guten Verfassung sind, dass wir die richtige Herangehensweise in den letzten Spielen hatten und natürlich wollen wir jetzt endlich auch die Bayern mal schlagen. Björn Pinno, Radio 91.2. Ja, da ist es. Ja gut. Was macht die Bayern denn in der Defensive im Moment anfällig, Herr Favre, aus Ihrer Sicht? Bayern macht, was sie in der Defensive im Moment anfällig macht, weil die Gegentore bekommen. Ja, weil... Ja, aber sie sind insgesamt sehr, sehr gut trotzdem. Und aber sie pressen sehr, sehr hoch. Klar, sie nehmen viel Risiko. Sie spielen fast bis der Mittellinie. Und natürlich, es hat seine positive Sache und seine negative Sache. Wenn du so hoch spielst, du musst aufpassen bei Konter oder lange Bälle. Aber insgesamt... Sie sind noch sehr, sehr gut. Oliver Müller, bitte. Lucien, glauben Sie, dass die Stabilität in der Defensive, die die Mannschaft jetzt ja über mehrere Spiele gezeigt hat, dass die schon, sagen wir mal, mehr als ein Trend ist, dass es eine neue Qualität ist, weil ich meine, Sie haben die letzten beiden Jahre viel, viel Arbeit darauf verwendet, dass die Mannschaft defensiv insgesamt stabiler steht. Haben Sie das jetzt geschafft? Ist die Mannschaft deutlich stabiler als in den letzten beiden Jahren? Ja, das erste Jahr, wir waren ganz okay. Wir haben nicht viele Tore gekriegt in die Hinrunde zum Beispiel, aber wir machen das ein wenig besser und vor allem, da, was zählt und das ist wichtig, dass alle verteidigen. Das ist das Wichtigste.
Nachher, wir sprechen immer von der Abwehr. Eine Mannschaft muss zusammen verteidigen und es fängt mit dem Stürmer an. Wenn die vorne kein Pressing machen, wenn sie kommen nicht zurück oder im Mittelfeld, wenn sie nicht gut sind, hier in die Zweikämpfe, natürlich, es ist schwer für die Abwehr. Deshalb ist es die ganze Mannschaft, die das machen muss. Ich lese jetzt einmal eine Frage vor, die uns von außerhalb dieser Zoom-Runde erreicht hat, nämlich vom Kollegen Stefan Uersfeld. Er schreibt: Hallo Herr Favre, die vielen Veränderungen in der Abwehrkette der Bayern haben bereits zu neuen Gegentreffern in der Liga geführt. Die Abstände in der Kette sind relativ groß. Dem BVB ist es in dieser Saison bereits einige Male gelungen, diese Lücken, natürlich gegen andere Gegner, zu finden. Gio Reyna ist einer der Spieler, die den Pass hinter die letzte Linie abgespeichert haben. Wie wichtig ist Reyna? Und jetzt ist die Frage, wie wichtig ist Reyna für den Dortmunder Ansatz morgen? Und können Sie vielleicht kurz etwas zu seiner Entwicklung sagen? Er ist ja auch für die Nationalmannschaft nominiert worden. Kann ihn das pushen? Ja, es war sowieso geplant, dass er mit seinem Land geht. Er geht die nächste Woche mit USA in England und in Österreich, glaube ich. Aber er ist noch sehr jung. Er hat schon viel, viel Potenzial. Er hat schon viel gezeigt. Natürlich hat auch ein großes Potenzial. Und er wird ein sehr, sehr guter Spieler sein, natürlich in die Zukunft. Und ja. Noch was? Nein. Okay. So, Lukas Rott, bitteschön. Herr Favre, Marco Reus hat sich ja seit dem Sommer zurückgekämpft von seiner Verletzung. Wie sehen Sie ihn momentan? Wie weit ist er schon? Und ich versuche es einfach mal. Wie planen Sie morgen mit ihm? Wie gesagt, ich will keine Info geben, wer spielt morgen oder nicht. Ich will keine Info für unsere Gegner geben. Und wir werden sehen, heute schon im Training. Gestern hat trainiert auch und wir sind heute im Training. Wir machen nicht viel, klar. Und wir werden eine Entscheidung heute haben oder morgen treffen. Aber er kommt langsam, aber sicher zurück. Anne van Eyck. Frage an Michael Zorc. Erling Haaland und Robert Lewandowski stehen natürlich morgen auch wieder im Mittelpunkt dieses Spiels als Stürmer. Du kennst beide. Kann man die überhaupt miteinander vergleichen? Oder wo siehst du den einen weiter vorne als den anderen? Das sind unterschiedliche Spielertypen. Beide schießen Unmengen von Toren. Aber ich glaube, sie sind auch altersmäßig zu weit auseinander, als dass wir jetzt da Vergleiche anstellen sollten. Wir sind happy, Erling zu haben. Er tut uns nicht nur wegen der Tore gut, sondern weil er eben auch, ich glaube, mit jeder Faser einen Willen ausstrahlt, sich zu verbessern. Er ist fast erfolgsbesessen und das tut uns insgesamt auch als Gesamtprodukt sehr gut. Aber diese Vergleiche, das ist was für die Journalie oder für die Experten und nicht für uns. Gibt es weitere Fragen? Björn Pinnow und dann Heinz Büse. Auch eine Frage an Michael Zorc. Es geht ja auch morgen um die Tabellenspitze, auch wenn es noch sehr früh in der Saison ist. Wie sehr reizt dieses Duell dann auf diesem Niveau? Ja, der Reiz beim Spiel BVB gegen Bayern München, der ist, glaube ich, immer sehr groß, ist mittlerweile auch schon zum Klassiker geworden. Wir haben gesehen, dass insbesondere, dass die letzten beiden Spiele eng waren, jeweils nur mit einem Torunterschied entschieden wurden. Ich finde, beim letzten Heimspiel zu Hause, auch unter Corona-Bedingungen, haben wir auch aufgrund einer krassen Fehlentscheidung verloren. Das darf man ruhig nochmal sagen. Das ist ja unstrittig. Und wir haben schon Selbstvertrauen und wollen morgen alles in die Waagschale werfen, um dieses Spiel auch zu gewinnen.
Heinz Büse. Ich habe auch noch mal eine Frage an Michael Zorc, und zwar was die Abstellung der Nationalspieler anbetrifft. Die Bielefelder und die Bremer wollen sich weigern, Nationalspieler abzustellen für die nächste Länderspielperiode. Wie ist der Stand beim BVB, was diese Frage anbetrifft? Ja, wir sind da mit den verschiedensten Institutionen im Austausch, natürlich auch hier mit den lokalen Behörden, aber eben auch mit der DFL und DFB. Sebastian Kehl hat da einige Gespräche geführt, und der Stand jetzt ist eigentlich, dass an der Regelung, dass Berufssportler danach nicht in Quarantäne gehen müssen, sich nichts ändern wird, und dann besteht eben eine Abstellungspflicht auch, und da gehen wir im Moment von aus, das ist Stand jetzt, wird das so sein. So, dann beginne ich mal in die Runde zu schauen. Eine Hand geht hoch, Tobias Jören, Ruhrnachrichten. Eine Frage an Herrn Favre, hallo. Michael Zorc hat eben die jüngsten beiden knappen Spiele gegen die Bayern angesprochen. Es hat dann jeweils mit einem Tor nicht gereicht. Was muss Ihre Mannschaft morgen Abend vielleicht noch den Tacken besser machen als in den jüngsten Duellen, damit es mal wieder für was Zählbares gegen die Bayern reicht? Ich habe nichts verstanden. Was muss die Mannschaft besser machen? Letztes Mal Spiel war es knapp. Ja. Ja, ja. Ja, wie Michael gesagt hat, unsere zwei letzten Spiele gegen Bayern waren gut. Wir sollten vor ein paar Monaten mindestens 1-1 machen, und auch in Supercup auch. Wir haben gut gespielt. Das wissen wir. Wir müssen noch eine bessere Leistung machen und realistischer sein auch. Und wir müssen sehr gut verteidigen gegen diese Mannschaft. Ja, jetzt sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich für das Interesse. Wir sehen uns alle wieder morgen Abend im Signal Iduna Park, hoffe ich. Bis dann. Tschüss. Au revoir.